You're pregnant. How are you pregnant? Please. I don't want to die here. I don't want our baby to die here. I won't. I won't let them kill you. We have to get out of here. Soll der Mensch nicht, keine Ahnung. Was zur Hölle, Mann? Ich weiß nicht wohin, ich... Die Apokalypse, die Vorzeichen der Apokalypse. Vielleicht doch die Geburt des Antichristen. Was zur Hölle passiert hier, Mann? What the fuck? We have to find shelter. As far from this place as we can get. Yeah. Before the baby comes. It's too dangerous. You can't. We can't stay out here. Help me down, please, Blake. Okay, okay. Jesus, be careful. Ah! Fuck, fuck. Lynn, you okay? I'm coming down. It hurts. I'm sorry. Was ist das denn, Alter? Down. Back here. Oh. Oh, what the fuck? Okay. I just it's gonna be okay. Fuck. Oh, shit. Fuck. Come on! Come on! Oh, wo kommt die denn jetzt her? Willst du mich verarschen? Oh. Oh. Tut mir leid, aber da musst du jetzt durch. Ich meine, wie ist die denn jetzt so schnell? Okay, gut, so viel zu hinlegen. What? Gott liebt dich nicht. Fuck you and fuck your God. Gott liebt dich nicht. Alter. What the fuck? Scheiße. Boah, was ein Finale, Alter. Die Kirche.
There! The chapel! We can take shelter! What? What? Okay. Ich frage gar nicht, wieso die Kreuze in die Höhe schießen. Kein normaler Sturm, das hat hier gerade wirklich was mit Gottes Rache zu tun. Come on, Lynn! We have to get inside! Ist die eigentlich so komisch weiß? Ist es einfach nur Dreck oder Asche? I can't do this. You can do this. Oh God. Something's wrong. Just keep breathing. It feels like something's wrong. Oh, kommt schon, Leute, ich will mir das jetzt nicht an. It hurts too much. I know, baby, I know. But you can do this, okay? Just keep breathing. Und der Typ im Hintergrund. Oh, ich will das nicht sehen, Mann. Oh Gott, das kann ich doch so niemals auf YouTube veröffentlichen. Ich bitte euch. Kommt schon, Leute, das kann ich doch nie im Leben auf YouTube veröffentlichen. Ohne das Ende zu zensieren, kommt schon. So, Lynn said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? Stop it, get off. I got you again. That's the child, isn't it? Oh, God. We're taking care of my children. But yours, I am powerless again. The child's too strong already. You've murdered paradise. God has gone silent. Since the storm, the birth, who will he have? If he destroys us all, who will he have left to punish? I killed my children. All of them. Every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men.
but I expect he answers them. Yeah. What? Ich kann doch mein eigenes Kind nicht töten, Alter. Ich bin nicht wie du. Nicht wie die anderen. Es war eine schreckliche Nacht. Aber wir haben sie überlebt. Wie auch immer sie jetzt so schnell schwanger werden konnte. Tja, das... Kann man das die Geburt des Sohn Gottes nennen? Ich glaube, nach so einer Nacht wird jeder gläubig. Trophäe erhalten. Offenbarung. Heilige Scheiße, die wurde ja wirklich größer, die Sonne. Und erneut befinden wir uns in der 4. Klasse. Hey, Blake. Try to find me. I'm over here. This way, Blake. Savior, listen while I pray, begging thee to watch and keep, and send me quietly to sleep. Alter. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Trophäe erhalten, wiedergeboren. Leck mich am Arsch, Alter. Ich war total gehypt, als es hieß, dass Outlast 2 rauskommt. Hab das irgendwann mal zufällig auf Steam entdeckt, dass es für dann und dann eben angekündigt wurde. Aber aufgrund aller schlechten Kritiken, die ich gehört habe über Outlast 2, habe ich mich nicht beirren lassen und trotzdem mir das Spiel gekauft mit den anderen zwei. Es gab ja extra für PS4 eine Outlast Trinity Version, wo halt eben Outlast 1, Outlast 2 und das DLC für den ersten Teil mit enthalten sind. Die habe ich für... Boah, keine Ahnung, für was ich die gekauft habe. Scheißegal. Und dann habe ich Outlast 1 nochmal gespielt. Ich habe Outlast Whistleblower nochmal gespielt. Und jetzt habe ich Outlast 2 durchgespielt. Innerhalb einer Nacht, innerhalb von 6 Stunden und 20, 15 Minuten circa.
Laut Twitch 6 Stunden 16 Minuten. Und aufgrund aller schlechten Kritiken, die ich gehört habe, bin ich das ganze Spiel doch sehr neutral angegangen. Ich habe mich von nichts beeinflussen lassen, weder von meiner Freundin, die meinte, dass es gegen Ende ziemlich langweilig wird für sie als Zuschauer. Noch, dass wir von den Leuten, die es selbst gespielt haben, gemeint haben, dass es überhaupt nicht mehr Horror wäre, sondern nur Jumpscare-Galore und eben nur noch eklig. Dem Ganzen kann ich aus meiner Sichtweise nicht zustimmen. Es war natürlich kein Horror wie im ersten Teil, ja, gebe ich zu, weil Psychokliniken-Setting ist einfach nie ausgelutscht. Aber wow, Alter. Die Apokalypse? Die Geburt des Antichristen? Ah, hallo? Das ist ein Setting, was ich seit seit Lucius, seit dem Spiel Lucius nicht mehr gesehen habe. Gut, in Lucius hat man selbst den Antichristen gespielt, ja, den Sohn des Teufels, aber gut, das ist jetzt die Frage, haben wir jetzt den durch diese plötzliche Schwangerschaft und diese doch sehr starke Geburt, durch die die Mutter gestorben ist, haben wir dadurch jetzt den Sohn Gottes geboren? Oder den Antichristen? Aber das werden wir nie erfahren. Heilige Scheiße. Boah, wow. Ein gutes Spiel. Also in meinen Augen wirklich ein gutes Spiel. Wir haben viel verpasst. Wir haben am Anfang ziemlich viel mitgenommen. Oder ist hier jetzt alles drin? Ist hier alles drin? Hier ist alles drin. The priest dies. You didn't have to do anything. You were a child. Nobody could expect anything of you. None of this is my fault. We're out. I got Jessica out. It was cold, but the snow had just started. We'll find a grown-up, and we'll tell them what happened. We'll be okay. It's not my fault. I'm Lynn Langerman. She wasn't there. Lynn's body wasn't in the... Okay, ich werde mir das jetzt nicht immer alles dann tun. Für mich ein absolut großartiges Spiel. Ein Outlast, wie es im Buche steht. Es ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem ersten. Es hat nur denselben Titel. Es ist aber seine ganz eigene Story. Seine eigene Handlung, ein ganz anderes Setting. Und für mich, wow. Wow. Wirklich. Wow. Loving and hating God is the same thing. Like making and killing children is the same thing. She told me to meet her in the music room. Wow. Also, scheiße, ist das geil. Es gibt ein paar frustrierende Stellen, gebe ich zu, wenn man nicht wirklich an einem Gegner vorbeikam. Sei es aus eigener Blödheit, sei es, weil man irgendwas nicht gesehen hat, was auf eigene Blödheit zu schließen lässt. Oder weil wie an ein paar Stellen man einfach kacken einen Spawnpunkt hatte, wenn man ihn irgendwie direkt den Gegner sieht und naja, direkt auch wieder Zeit, um sich umzuschauen braucht.
Aber wow. Also für mich jemanden, der Outlast 1 und Whistleblower gefeiert hat, eine absolute Empfehlung, sich Outlast 2 auch nochmal selbst anzutun. Auch nachdem man ein Let's Play, ein Gameplay-Videos oder was auch immer, was man dazu gesehen hat, unbedingt auch nochmal selbst spielen. Das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung. Ich hab's jetzt durch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich's durchkrieg. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde 6 Stunden 15 für das Spiel absolut in Ordnung. Also so 6 Stunden. Ich habe jetzt zwischendurch eine kleine Pause gemacht. 6 Stunden finde ich vollkommen in Ordnung. Wenn es so 4, 5 Stunden gewesen wären, dann hätte ich mich echt gewundert. Aber 6 Stunden, es kommt auch ungefähr auf Outlast 1 hin. Das hat auch so zwischen 6 und 8 Stunden gedauert. Hi Dragonslayer 979. Du bist zu spät. Ich bin durch. Ich höre jetzt auf. Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Wie gesagt, ich lade das dann, wenn es jetzt nochmal heiße Tage geben wird, also so Ende Juni, Anfang Juli rum, lade ich das auf meinem Kanal hoch. Dann mit Facecam, die Facecam habe ich ja, wie am Anfang schon erzählt, gerade separat aufgenommen. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Erlebnis, wer das nochmal nachschauen will. Ja, ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen, Dragon Slayer. Sorry. Tut mir jetzt leid für dich, du hast gehofft, jetzt was zu sehen. Aber dem ist leider nicht so. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich habe mir das jetzt echt verdient, nach 6 Stunden durchzocken. Ciao, tschüttelö. Und wir sehen uns beim nächsten Stream. Tschüss und eine gute Nacht.